die Schlumpelis vom Grab befreit. Und jetzt beginnt die Käfezeit. Seit 31 Jahren wird so gemacht. Und bis jetzt hat alles wie am Schnürchen geklappt. Der erste Borscht und sein schöner Timme. Ein Athlet wurde fies bis ans Kinn. Am Käfemontag letztes Jahr trat als Sieger dort er hervor. Und bei dem Olympiafeste war von den Männern er der Beste. Jetzt frage ich dich vor alle Gäste, die Summe gekommen sind zum Hochzeitsfest, willst du die Schlumpel da als Frau? Dann sag laut und deutlich ja. Ja. Und du, mein liebe Maat, in dein wunderschönes Glad, greif schnell zu, denn Frauen findet er genug. Von Säumus aus Hollywood, zieh dich nett und mach keine Sache. In 4 Tagen du den eh zum Wittmann mache. Ruf's laut aus, dass alle Herren als Wunder durch den Hals ernähren. Sag endlich ja! Ja! Heuer nicht der Jo nicht misse. Tim, jetzt darfst du die Schlumpel küssen. Mach die Ohren auf, dann horcht da. Eröffnet in Hemmsbach immer den Bäuermaßstab. Dem geb ich jetzt mein Mikrofon, der es laut eröffnen kann. Noch ein Gedicht. Herzlich willkommen, liebe Gäste vom Norden, Süden, Osten, Westen. Ich begrüße euch alle in unserer Stadt, die immer was zu bieten hat. Jetzt feiern wir, weil es jeder mag, Hemmsbachs höchster Feiertag. Die Käfe, da kann kommen, was will. Bis Montag oben steht das Geschäftsleben still. Da wird in Hemmsbach richtig gefeiert. Am Dienstag wird mir rumgeeiert. Ja, unserem lieben Käfeverein fällt jedes Jahr was Neues ein. Ein Festzug hat man nun kreiert. Mal sehen, wer alles mitmarschiert. Der Vorstand ist ganz frisch gewählt. Als Käfepaare durchgestellt hat man ihn gewählt, und zwar als Bester. Unseren Markus, genannt auch Fletcher. Wir wünschen dir und deinem Gefolge viel Glück, natürlich auch Erfolge und für euren tollen Job vielen Dank und großes Lob. Wann wir alle wollen, ihr werdet schon sehen, wird unser Käfe richtig schön, dann wird's wir ein schönes Fest und mehr, wir sind dabei gewesen. Gemeinderat und Verwaltung wünschen wir immer viel Spaß und viel Freude bei unserer Käfe, das war's wieder allein. Ich darf nun bitten, ein bisschen Platz zu machen, so eine kleine Gasse, für den ersten Käfebosch, der frisch Vermählte mit seiner Frau und dem Bürgermeister, dass wir den Kranz hochziehen können. Klappt doch mal, was will ich denn?